Wie kommt man in eurem Fach zum Thema der Masterarbeit? Wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe ein bisschen Pech gehabt mit meinen Masterseminaren, einfach weil zu der Zeit, wo ich jetzt studiere, der Bereich, für den ich mich am meisten interessiere, nicht stark vertreten war. Das heißt, ich habe relativ selten die Gelegenheit gehabt, Seminare zu belegen, wo ich mir irgendwo ein Thema entwickeln hätte können. Das heißt, ich bin dann wirklich ausgewichen auf andere Angebote. Also zum Beispiel gibt es bei uns das Wiener Forum für analytische Philosophie, was einfach eine Studentenvereinigung ist, wo wir uns wöchentlich treffen und Texte zu bestimmten Themen besprechen, die jährlich festgelegt sind. Und da hat sich's zufällig so getroffen, dass genau in diesem Jahr das Thema gekommen ist, wo ich mir gedacht habe, da würde ich gerne meine Masterarbeit drinnen schreiben. Das heißt, so das Thema, das ich mir jetzt gerade raussuche, kriege ich nicht über Seminare oder andere Sachen an der Uni, sondern jetzt wirklich über was Externes, also dieses Forum. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist zum Beispiel über Konferenzen zu eben Themen, die einen interessiert. Dort besuchen, schauen, was da für Themen gibt, einfach mal reinschnuppern und dann vergleichen, ob es eben am Institut irgendwelche Leute gibt, die genau an diesen Themen arbeiten oder wenigstens benachbart sind und dann sich mit denen in Verbindung zu setzen. Das heißt, mein Ratschlag wäre hier, man ist nicht nur auf die Seminare, die die Studienrichtung gerade anbietet, beschränkt. Man kann mit den ganzen Lehrveranstaltern und Lehrveranstalterinnen reden, schauen, wo die sonst noch arbeiten, auf Konferenzen gehen oder online besuchen und dort nach Themen schnuppern. Und ich glaube, das ist einem mehr oder weniger so selbst überlassen, wo man jetzt auf Inspiration stoßt oder wo man das Ganze herbekommt. Man muss sich nicht darauf verlassen oder man darf sich vielleicht auch gar nicht darauf verlassen, dass einem das Thema irgendwann zufällig in den Schoß rutscht. Ich habe das auch eigentlich schon ein bisschen vorhin angesprochen mit der Masterarbeit. Also, dass ich denke mal so, wenn ich jetzt überlege, wie es bei mir war und wie es eigentlich auch bei vielen um mich herum war, die das Gleiche studieren wie ich. Ich denke mal, die meisten, wir hatten schon ein bisschen so eine Grundidee, okay, was interessiert uns eigentlich? Worüber könnten wir so ganz grob was schreiben? Also, man hat schon so ein bisschen, also wenn man zumindest am Anfang vom Master steht, dann weiß man schon ein bisschen, was so die Grundinteressen sind. Vielleicht macht man nicht gleich daraus eine Masterarbeit, aber man weiß schon mal ein bisschen. Und es wird zumindest auch ein relativ breites Spektrum an Fächern eigentlich angeboten oder nicht an Fächern, aber an Lehrveranstaltungen angeboten mit relativ, ja, mit vielen unterschiedlichen Richtungen. Also sei es jetzt irgendwie geografisch, also regional oder thematisch, theoretisch, da wird schon relativ viel abgedeckt. Das heißt, man kann sich schon so ein bisschen so irgendwo einschnuppern und schauen, was einem tatsächlich gefällt oder wo man sich denkt, ah, das klang interessant, aber es ist vielleicht doch gar nicht so sehr mein Ding. Und ich finde irgendwie so dieser Übergang zwischen, man hat viele Ideen und dann dem, ah, darüber will ich jetzt wirklich meine Masterarbeit schreiben und jetzt will ich einen Betreuenden, also einen Betreuer oder eine Betreuerin, fragen, ob er das machen will. Also ich finde, dieser Übergang ist halt ziemlich schwer und das ist bei mir nicht so einfach gewesen und bei den meisten um mich herum halt auch nicht so sehr. Also dass man, dass dann so ein bisschen so plötzlich erwartet wird, okay, ja, was, ja, worüber schreiben Sie denn oder worüber wollen Sie denn eigentlich Ihre Masterarbeit schreiben? Und also es gibt viele Möglichkeiten, sich so, ja, umzusehen, was es eigentlich alles für Themen gibt. Was es für Möglichkeiten gibt, welche Profs auch welche Themen auch beforschen. Aber dann wirklich so weit konkret sagen zu können, ja, das will ich jetzt machen und eine Masterarbeit ist ja auch nicht ganz ohne. Also man verbringt ja schon relativ viel Zeit damit. Es ist normalerweise dann auch das krasseste wissenschaftliche Unternehmen, was man bisher gemacht hat, dann auch. Ja, also dieser Schritt ist halt nicht so einfach und ich finde vielleicht, ja, also könnte man in dieser Hinsicht ein bisschen mehr darauf vorbereitet werden. Also klar, man kriegt am Anfang vom Studium mit, ja, solltest auch vielleicht demnächst mal überlegen, worüber wirst du deine Masterarbeit schreiben, aber ja, also es hat dann vielleicht ein bisschen zu spät stattgefunden. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass es gibt, wie gesagt, dieses Feldpraktikum bei uns, was eigentlich auch als Möglichkeit angesehen wird, dass man dann, also es soll eigentlich auch eine Art Sprungbrett sein zur Masterarbeit. Und ich kenne auch ein paar, die das so gemacht haben. Also dann hat man schon mal so ein bisschen Feldforschung getrieben. Aber also bei mir war das zumindest nicht so. Also auch wenn das Feldpraktikum wirklich toll war, das ich gemacht habe. Also leider konnte es nicht da stattfinden, wo es ursprünglich geplant war wegen Covid. Aber es ist trotzdem was, finde ich, Gutes draus geworden. Aber ja.
man kann es als Möglichkeit nutzen, man muss es aber nicht. Aber genau. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Ich habe eine ähnliche Erfahrung wie David und Marlene. Also ich habe mir eben auch ein Gebiet ausgesucht, das mir eben ziemlich gefallen hat. Und dann habe ich einfach herausgefunden, welcher Professor da in dem Gebiet forscht und das macht und mich direkt an ihn gewendet und gesagt, ja, ich möchte gerne bei Ihnen schreiben und diese Bereiche interessieren mich. Aber das eigentliche Thema meiner Masterarbeit hat er mir dann im Prinzip vorgegeben, weil ich allein vom Masterstudium nicht wirklich ein gutes Gefühl dafür hatte, was zurzeit direkt geforscht wird. Also da musste schon der größte Input dann von ihm kommen, weil ich da im Studium selbst nicht genug gelernt habe, was da alles geforscht wird. Ja, der David hat vorher schon die Praktika genannt. Das ist meiner Meinung nach eine gute Herangehensweise, eben Erfahrungen zu sammeln im Rahmen von einem Praktikum zum Beispiel. Bei uns im Masterstudium ist ja auch ein Praktikum verpflichtend. Und insofern ist es natürlich eine gute Herangehensweise, praktische Erfahrungen zu sammeln in den Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppen bei uns auch am Department sind sehr aktiv und nehmen Unterstützung immer gerne an. Und was ich dann bei meinen Kolleginnen und Kollegen gesehen habe und beobachtet habe, ist, dass sich dadurch auch oft Themen für eine Masterarbeit ergeben. Und das ist mal der eine Weg, um vielleicht an ein Masterarbeitsthema zu kommen. Darüber hinaus werden laufend eigentlich auch Themen für Masterarbeiten zum Beispiel in Gruppen in den sozialen Medien geteilt oder auf der Homepage vom Department, für die man sich dann auch aktiv bewerben kann. Und ein dritter Weg ist natürlich direkt den Kontakt zu suchen zu Lehrenden, zu Professoren. Manche Arbeitsgruppen in unserem Fall bieten auch Informationsveranstaltungen an, bei denen Masterarbeitsthemen vorgestellt werden, für die man sich dann bewerben kann. Also es gibt, wie schon vorhin auch genannt wurde, verschiedene Möglichkeiten, an ein Thema zu kommen. Und ja, also ich denke, da muss jeder für sich irgendwie schauen, welche Möglichkeit jetzt die beste ist, um an ein Masterarbeitsthema zu kommen, das einen dann im Endeffekt auch wirklich interessiert. Also ich denke tatsächlich schon so low-key drüber nach, was für mich wohl vielleicht ein Masterarbeitsthema wäre. Und ich glaube so, die Art, wie das, also es ist irgendwie so, du besuchst Seminare über Themen, die dich interessieren, oder? Also das machst du halt hoffentlich, oder ich mache das ja zumindest so und schreite das dann in deinem Studium nicht voran. Nein, aber du sitzt in ganz vielen Seminare drin und lernst ganz viele interessante Sachen kennen. Aber meistens findest du nicht die komplette Facette an Dingen interessant, die sich dort so widerspiegeln, sondern gewisse Aspekte davon. Und ich glaube, es hilft, oder mir hilft es ganz oft, einmal so kurz nach einem Abschluss von einem Seminar oder nach einem Abschluss von einer Session, um kurz innezuhalten und mir drehen, was war jetzt genau der Aspekt, den ich da jetzt interessant gefunden habe? Also du kannst Probleme immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Was ist der Blickwinkel, den ich jetzt am interessantesten gefunden habe? So kristallisiert es irgendwie, du bist ja oft gar nicht so dessen, oder ich bin mir oft nicht dessen bewusst, was mich genau interessiert, sondern ich muss mir das so eher ins Bewusstsein holen. Also mein Blick ist natürlich immer von meinem Interesse geleitet, wenn ich mir Sachen anschaue. Aber das braucht irgendwie so einen Reflexionsschritt, bis du das irgendwie ins Bewusstsein holst und denkst, das ist das, was mich eigentlich interessiert. Und dann fängt irgendwie so ein Snowballing-Effekt an. Also ich habe jetzt zwei Lesekreise gehört, wo man Bücher lesen von Vertretern und Vertreterinnen, von genau dem Problem und probieren wir da jetzt einfach irgendwie langsam irgendwie reinzuarbeiten, zu schauen, okay, was ist denn genau das, was mich jetzt interessiert? Und ich hoffe, dass sie aus dem irgendwie langsam so irgendwo ein Masterarbeitsthema herauskristallisiert. Also ich möchte einfach so quasi mein tatsächliches Interesse fokussieren und schauen, wo immer so genau pinpointen, was ist eigentlich das, was mich wirklich interessiert, offensichtlich, also da, wo es mich immer wieder hinzieht und wie ist dann vielleicht der Stand der Forschung von dem und wie kann ich mir ein Masterarbeits, wen gibt es vielleicht am Institut, der was genau zu dem forscht? Also das ist eigentlich eh voll der gute Schritt. Und meistens ist dann eh, oder in meinen Bachelorarbeiten war es auch im Gespräch mit meinen jeweiligen BetreuerInnen,
dass dann wirklich der Fokus rauskommen ist. Weil sie bei dir sind es dann einfach extrem kompetente Personen, die haben ein bisschen mehr Ahnung wie du. Und die schaffen es oft, dass sie dir sagen, was dich eigentlich genau interessiert. Das finde ich auch immer voll cool. Was du denkst, ja, genau, das war das. Und dann passt, da hast du eine Frage, fang mit der zum Arbeiten an. Der Rest kristallisiert sich einfach alleine raus. Aber ich glaube, also für mich persönlich, oder bis jetzt ist es für mich persönlich eben der reflektive Schritt. Da wo ich mir schaue, mein Interesse tatsächlich zu fokussieren und ein bisschen zu explizieren. Und dann schauen, wofür ich denn besser gehen möchte. Einen kurzen Tipp habe ich noch. Der ist mir nämlich von einem Professor gegeben worden. Und zwar am besten nicht auf Professoren und Professorinnen konzentrieren, wenn man einen Betreuer oder Betreuerin finden will. Denn die ganzen Postdocs, ist mir geraten worden, sind gerade so wirklich drinnen im Feld. Die sind an so den neuesten Forschungsergebnissen dran. Die haben öfters auch andere Gebiete als die von Professoren und Professorinnen angeboten werden. Das heißt, das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, dort mal schauen, was für Forschungsgruppen es an der Uni gibt von Leuten, die vielleicht nicht gerade am Unterrichten sind, die aber eventuell auch Betreuer oder Betreuerin sein könnten.